Wir befinden uns hier in der Sektion Die vierte Wand. Hier geht es darum, Gesamtkunstwerke darzustellen. Auch bei Ihnen ist es so, dass Sie eine Mischung aus angewandter Kunst, bildender Kunst zeigen, aus verschiedenen Kulturen. Der Boden spielt auch eine große Rolle. Ja, wie würden Sie Ihre Arbeit beschreiben? Ja, ich habe erstmals die Gelegenheit, in der Kunstmesse Spark das Thema aus meiner Arbeitspraxis perfekt zu erfüllen. Das ist eine große Chance für mich und meinen Galeristen, weil ich seit Anfang an mich damit beschäftigt habe, dass die Kunst nicht in dem Kanon in allen ihren Ebenen erfüllen muss, sondern immer auch die Grenzen überschreitet und da, wie Sie schon gesagt haben, in Richtung Art and Function geht und den Raum meint. Die vierte Wand meinte auch die Bühne, die besteht aus, wie Sie gesagt haben, wir stehen schon auf einem Teppich. Das geht über die Möbelstücke, die gleichzeitig immer Objekt und Kunstwerke sind, und über die Bilder und die Wände hinauf. Ich hätte ja gerne auch den ganzen Raum gestaltet, das war hier nicht möglich bei der Messe, aber es soll zumindest den Eindruck erwecken, dass es Gesamtkunstwerk geht, das ich meine und in allen einzelnen Details auch versuche auszuführen. Das geht jetzt auch über die Materialien, Textilien meistens in meinem Fall, und die dann aber in den verschiedenen Zuständen entweder zu Polsterungen, zum Teppich werden, auch Vorhänge und das Dekor hereinholen. Und das Handwerk ist ganz wichtig, auch in meiner Arbeitspraxis, wo das Textile das Handwerk verbindet mit der Herstellungstechnik, industriell oder mit der Hand gemacht, und dann dadurch auch die Haptik, den Zugang zum Kunstwerk ermöglicht und in die Verwendung hinein verbindet zu einem Gesamtbegriff, der sich ständig in den einzelnen Elementen wiederholt und ständig Referenzen herstellen kann und ständig auch Beziehungen herstellt zu den jeweils anderen Kunstwerken, in meinem Fall, die eben dann von Stickereien über genähte Bilder gehen und über Möbelstücke, die dann transformiert werden durch diese Praxis der Anwendung in Objekte der Kunst. Sie können ja verwendet werden, können aber freistehen als Kunstwerke als solche. Und was machen Sie damit? Sie öffnen eine neue Perspektive auf die Kunst als solche. Und es wird nicht in die Schubladen gesteckt und sie können gar nicht benannt werden, sie müssen auch nicht benannt werden. Und das ist eine ganz, ganz positive Entwicklung, die ich mit meinem Galeristen Harald Bichler Rauminhalt seit Jahren versuchen auch mehr und mehr durchzusetzen. Und es ist auch mehr oder weniger schon in aller Munde, aber es wird noch sehr, sehr wenig gezeigt. Weil Sie vorhin über die Haptik gesprochen haben, es ist Ihnen sehr wichtig, dass die Besucher die Möglichkeit haben, die Stoffe auch anzugreifen, auch anzuschauen. Die Farben sind sehr speziell, auch die Motive, sie sind, ich würde sagen, sehr, sehr herzerwärmend. Geht es Ihnen darum? Auch so etwas Positives, Freundliches? Auf jeden Fall, eben das Textile, man hat ja auch den taktilen Zugang. Es gibt ja, der Begriff ist noch nicht so virulent, aber ich verwende ihn gern. Das taktile Sehen, die Wahrnehmung über die Finger, über die Berührung auch stattfindet und nicht nur über die Optik und die visuelle Wahrnehmung. Und ja, Herz ergreifen, gerne. es wird aber auch immer auch gewisse Problemfelder werden aufgemacht. In dem Fall auf der Seite sehen Sie die Sticker, die Näharbeiten. Und das zeige ich erstmals in Serie Kisses. Und da habe ich gewagt, erstmals über die textile Arbeit auch auf den Menschen zuzugehen und etwas Physisches, was uns bekannt ist, einzubringen als Gestaltungselement. Und das macht mir eine neue Welt auf, nämlich in Richtung zwischen Abstraktion und Realität zu changieren. Also immer ist wichtig bei den Textilien natürlich die Haptik, das Angreifen, das Verwenden. Aber dann löst sich das Textile auch in die Musterhaftigkeit, in das Dekor. Und das hole ich wieder zurück, indem ich Kisses, Näharbeiten und Stickereien thematisiere, damit es auch in den Menschen in einem Verständnis, in einem empathischen Verständnis ins Konzept hineinpasst. Und so kommt es zu dieser Riesenmischung in meiner Gesamtpraxis. Und weil wir schon vom ganz Kunstwerk sprechen, Gesamtkunstwerk sprechen, das geht ja weiter darüber hinaus in einer Textform, die ich auch in einer literarischen Form dann wieder versuche niederzuschreiben, um das noch zu erwähnen.